Hallo liebe Internetfreunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Tag 5, es ist kurz vorm Tag der dunklen Vorboten und wir werden mal gucken, ob wir den Eingangsbereich... nicht ordentlich... Ich muss aufpassen, dass ich nicht aufs Grab komme. Absichern können. Dazu müssen wir hier ein bisschen was verändern. Die Idee ist, dass ich mir, wie üblich, vor meiner Haustür ein Frame setze. Um auf den Spitzen, die da drunter liegen, spazieren zu können. Das bedeutet zum einen... Verstehe. Metall fehlt. Das baue ich noch ab. Das geht auch ganz gut eigentlich. Hervorragend. Wenn man mal endlich eine Axt hat, respektive wenn man mal eine Forge hat, das ist ja der Punkt, dann geht das richtig gut. Jawohl. Level 8. Meine Ausdauer ist natürlich im Sack. Skills, okay. Also dieses Durchsuchen von Müll, das finde ich sehr wichtig. Und das bessere Finden von Gegenständen. Deswegen lege ich hier mal Erfahrungspunkte drauf. Ist natürlich sackteuer, das ist klar. Blade, Blunt, Construction... Das ist alles schon viel zu teuer, um dafür Punkte ausgeben zu können. So, haben wir getan. Und in der Zwischenzeit durchgeschnauft. Dieses Erfahrungspunkte verteilen scheint auch eigentlich dann nur was für den Anfang zu sein, weil nachher werden diese Fähigkeiten so teuer. Also, ich weiß auch nicht, ob es ein Fehler ist, jetzt gleich so ein paar Punkte da zu investieren oder nicht. Ich habe es jetzt mal gemacht, weil ich denke, jetzt kommen wir auf einen richtig guten grünen Zweig. Mit der Forge können wir was anfangen. Und sofort sind die Verbesserungen auch an der Verteidigung eine spürbare Sache. Oh, die Axt ist gleich hinüber. Ja, okay. Dann wird damit der letzte Rest gemacht. Das wird wieder repariert. Und jetzt müssen wir mal ein bisschen schaufeln. Gucken, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich glaube, ich mache noch mal 3 Spikes. Oh, Ausdauer ist mal wieder im Eimer. Mann, oh Mann. Das kostet echt Kraft. Ah, Kaffee ist fertig. Blaubeeren. Kaffee, yay! Kaffee pflanzen wir natürlich sofort wieder ein. Und die Blaubeeren hinterher.
Gut, dann hacken wir das Podest weg. Dann ist das Haus schon mal ein bisschen besser abgesichert. Und wenn ich hoch aufs Dach kann, kann ich von da auch dann dagegen was tun, dass die hier rumhängen bei mir. Einmal Blaubeere. Die erste Ernte ist die mühsamste. Aber nachher läuft das besser. Wenn wir ordentlich Kartoffeln haben, können wir, also Kartoffeln ist das Wichtigste. Sind wirklich das Wichtigste. Der Mais, ist der schon gewachsen? Nee, der will noch. Mit Kartoffeln stellt man sich das ganze leckere Essen her. Ist auch schade, dass das jetzt nicht mehr unterschieden wird, ob es Hühnchen, Schwein, Wild oder Bär ist, also Reh oder Bär, sondern Fleisch ist jetzt Fleisch. Vielleicht bringt es ja was, dass das sozusagen das Gleiche ist. Ich muss dem Ganzen ja auch Vorschub leisten. So, ich probiere mal, ob das hier nicht mit schneller geht. Schon ein bisschen, ne? Könnte man so sagen. Einfach geil. Der Tomahawk ist der Hammer. So, ich brauche natürlich da noch ein bisschen Spike. Wir müssen noch ein bisschen ausschaufeln. Bin ich mal gespannt, ob das passt. Ach, die Ausdauer wieder. Ach so, die ist auch hinüber. Okay. Repair. Das ist natürlich ein Grund. Ja, jetzt geht's besser. So. Okay. Oh, da ist die Tür. Hab ich gar nicht gemerkt. Nicht aufgepasst. Bin ich ein böser Junge. So. Was wollte ich denn hier? Irgendwas wollte ich. Das bleibt. 6 Spikes. Ah, ich weiß es wieder. Scrap Iron. Hab ich nicht. Kann ich hier was scrappen? Hier unten fertige Waffen hinkommen. So, und Munition hier hin. Das wollen wir jetzt mal alles.
Okay. So ein Ding, das. Das ist Pistolenparts, Hunting Rifle Parts und Pistolenreceiver. Das ist auch ein Pistolenreceiver. Das ist Pistolengrip. Pistolenparts. Nochmal Pistole. Das heißt, einmal können wir scrappen. Hunting Receiver. Hunting Receiver. Ah, ein fertiger Bogen. AK. Short Barrel, Shotgun Barrel. Shotgun Barrel. Shotgun Barrel. Short Barrel. Vierundvierziger Pistolenbarrel. So, wir haben nur das dreifach gehabt, also scrappen wir es auch. Ach, den Helm könnte ich mal reparieren, oder? Bevor er mir richtig in den Sack geht. Repair. Ich glaube, aus Sicherheitsgründen setze ich die schon mal. Okay. So. Stein brauche ich. Da zufällig eine. In diese Richtung. Viel. Ja, da ist einer. Das ist Militärlager. Wo ist noch so ein Stein?
Da. Sehr schön. Schön in der Nacht abbauen. Da ist noch einer. Das müsste reichen zum Ausbau wenigstens. So langsam irgendwie. Habe ich irgendwie schneller in Erinnerung. Zehn. Das reicht nicht zum Ausbau. Nochmal zehn, okay. Nochmal zehn. Donnerwetter. Drei habe ich noch. Puh. Reicht mal wieder für nix. Nerviger Kühlschrank. Den können wir abbauen. Bin gespannt, was er gibt. 91? Echt jetzt? Fett. Geräusch ist noch da. Funpims! Ich wollte auch wegen dem Geräusch den Arsch weg haben. Jetzt ist das scheiß Geräusch geblieben. Toll. Gut, holen wir erstmal Rohstoffe. Ja, das ist das bessere Werkzeug. Eine nur. Das ist bestimmt ein Bug. Das muss ein Fehler sein. Das Ding hier, das gibt einen Scrap Metal und der Kühlschrank hat 90 gebracht. Das kann nicht richtig sein. Das kann nicht stimmen. Bin gespannt, was der Herd bringt. Besuch. Ihr könnt mich mal. Ah, ich brauche wieder Fortschalben, okay. Hunde schon wieder. Scheint eine kleine Horde gewesen zu sein, die sich hier ankündigt.
Hört sich aber komisch an, die Worte. Auf jeden Fall sterben sie gerade. Das soll mir recht sein. So, es gibt ja noch an vielen Ecken was zu tun. Dann bereiten wir uns erstmal vor, dass wir das Dach betreten können. Ah, die Axt. Wenn ich eine neue Axt crafte, das kostet mich 5. Was sind das für Viecher? Es ist keiner da. Keiner zu Hause. Hier ist immer noch nicht Schluss. Muss ich feststellen. Die Axt wird noch gemacht. Ich bin gespannt. Was waren das gewesen? Die erste war, glaube ich, eine 15er oder eine 16er. Ich glaube, es war eine 16er. Mal gucken, was ich jetzt rauskriege. 21. Das bauen wir auch mal ab. Mining Tools, jawohl. Ach, mir fällt gerade ein. Wie heißt denn dieses blöde Tool? TNT ist es nicht. Ranch mit W. Ach, das muss ich erst lernen. Och, Mann. Scheiße. Okay. Schreier. Sirenen. Keiner da. Leichter Husten. Oder ist das schon nervöser Husten? Weiß man gar nicht. Kaputt. Schön, kann man jetzt wenigstens bis zum Maximum gehen und muss nicht zu früh reparieren, sage ich jetzt mal. So.
Sind immer noch draußen. Nee, Haltbarkeit hat er nicht verloren, obwohl ich die ganze Zeit das Licht anhab. Okay. Das bauen wir mal ab. Nichts zu sehen. Hey, guck mal, die, das ist schön, da kann man das einsehen. Ich sollte auch mal ein paar Fackeln irgendwo anbringen, ein bisschen Beleuchtung. Da ist alles in Ordnung. Ist auch nichts zu sehen. Ich hab's mir schon gedacht. Gut, das ist okay. Da brauche ich aber noch Frame. Bestimmt 3. Nein, zu viel. Was soll's. Okay. Ist längst zur Erde geworden. Sehen wir uns den Schaden mal an. Ah ja, doch. Kam eine ordentliche Horde.
3 Schläge ist es weg. Fast. Ah, ist zur Erde geworden, okay. Geht schneller als gedacht. Aua. Scheiße. Ach, du kannst mich mal. Lass die Tür in Ruhe. Wo kommt die denn wieder her? Ihr entschuldigt mich. Reicht das eigentlich auch, wenn ich dann einfach nur zumache? Hund kommt da angelaufen. Ja, tut's weh. Ihr könntet aber auch hier rüberkommen, wenn ihr wollt. Wo sind die Hornisse hin? Ja, komm. Scheiß Horde gerufen. Ah. Mist. Da ist auch noch ein Kriecher. Ja, ihr seid drinnen, okay. Ich bin aber nicht drin. Hallo, hier lang. Hahaha. Erwischt. Ja, jetzt stehe ich hier. Richtig. Und das müsste ich doch auch mal weghauen. Kann man ja in der Zwischenzeit machen, wenn die hier mein Haus zerlegen. Aber diese Spikes, die bringen nicht so mega viel, muss ich schon sagen.
wo ist dieses Scheißvieh? Danke. Zweimal Honig für mich. Ah, da bist du. Mhm. Na, wie oft denn noch? Na komm. Okay. Oh! Oh nein! Ich hatte eine Blutung! Oh Mann, nicht gesehen! Ah, jetzt ist die Tür offen, die Bande ist da. Na gut. Die sind ja immer noch da, oder schon wieder? Die Hedge kann man auch nicht reparieren. Ach. Ärgerlich. Steine, okay. Antibiotika leichtes habe ich aber jede Menge. Das ist schön. Das kann ich mit dem... Schon wieder Hunde. Kommt jetzt alles nochmal oder was? Ach, ihr könnt mich mal. Verreckt doch. 4 Fackeln habe ich noch. Die müsste ich mal langsam ums Haus rum aufhängen. Ja, vielleicht sollte ich mir noch ein paar machen.
Die Forge angelockt? Das ist die große Frage. Aha. Ein Glas noch. Die zerlegen mir hier den Kram, okay. So, ich suche eine ganz bestimmte von euch. Da ist er. Hab ich sie erwischt? Ich glaube. Ups. Ja, solange die alle noch am Laufen sind, ist das schon richtig schwierig. Ah, da ist noch eine Schreierin. Verdammt, komm her, zeig dich. Dich wollte ich haben. Da lebt ja noch eine. Ah, verdammt! Ich
Ich sehe ihn. Sehe es schon kommen. Ich falle hier runter. Ehrlich. Ah! So, die Schreierin will ich haben. Ah. Kellena, die drückt sich immer. Weg ist sie. Ach, vorbei. Was los? Bogen kaputt. Okay. Bow. Brauchen wir einen neuen. So langsam wird es da unten auch ruhiger. Hm, 83er Bogen. Na, der soll doch mal ziehen jetzt, oder? Besonders, wenn man einen Pfeil einlegt. Da fehlt ein Stück Leiter. Ah, trifft mich auch noch, die Sau. Okay. Tür eingerissen. Vielleicht sollte ich zum Reparieren nicht unbedingt das nehmen, sondern mir eine tatsächlich nochmal eine eigene machen. Sieht eigentlich ganz gut aus. Oh, mal den ganzen Mist weg.
Eieiei. Ich habe auch kein Holz mehr, kann das sein? Doch, Holz habe ich. Ganz kurze Reichweite mit der Steinaxt. Richtig blöd. Und die Feueraxt, die kam dran. Okay. Dann gehen wir mal nach draußen. Die Tür ging, ja, ich will nicht sagen zu leicht raus, aber hat jetzt doch nicht so mega mich unterstützt. Okay, komm her. Na komm. Der hätte aber treffen müssen. Und dafür kriege ich jetzt eine gereicht. Zack. Da ist noch eine. Oh, weiß es fertig. Schön. Das ist gut. Ja, geht gut. Stein und Eisen vor allen Dingen sammeln. Sehr cool. Na,
schlecht geerntet. Gut. So, hier geht's weiter. Das ist Erde. Das müssten wir eigentlich wegschaufeln. Hat doch was gefehlt, war mir doch klar. Okay, steht in der Luft. Spikes, von denen gerne 6. Ausdauer. Naja, regt dich ab. Mhm. Steinfundament, okay. Ach, hier drin haben wir ja auch noch Sauerei. Muss ja auch nochmal weggemacht werden. Dann reparieren wir es halt. Achso. Dauert. Damit geht's auch. So, die Sauerei ist beseitigt. Da ein Loch reingeschlagen. Tja.
Die Aufräumarbeiten dauern da leider etwas an. Och komm, mit deiner blöden Ausdauer jetzt. 74, ey. Ich war auch mal wieder auf 80 gewesen. So ein Mist. Müssen wir durch richtige Wände ersetzen. Das ist hier alles nur Bruch und alles. So, dann machen wir mal richtig zu hier. Kein Holz mehr. Eieiei. Na dann. Tja, die Schwachstelle Tür. Aber gut, das war ja auch klar. Ich habe keine Eisentüren. Und nur mit aufgewertetem Holz stehen die nicht so lange auf den Spikes, wie ich es eigentlich gern hätte. Ausdauer schon wieder. Ach Mann. Der Bogen ist aber auch Schrott. Wer weiß, wie teuer Pfeilspitzen sind. Wow! Er schlägt sich vor Freude. Ist die Frage, setz mir wieder Holz ein? Da bin ich mir noch gar nicht so richtig sicher, ob ich das will.
Ich würde gern auch die Iron Bars. Über den Eingängen platzieren, dass ich direkt runter auf den Eingang schießen kann. Das wäre mir eigentlich am liebsten. Ja, ich weiß. Ausdauer ist im Sack. Das könnte so eine friedliche Gegend hier sein. Wenn nicht die blöden Zombies wären. Naja, hilft dir nichts. Ups, kaputt. Wie schön friedlich das nach so einem Zombie-Angriff ist. Und ruhig. Sollte man gar nicht glauben. Ach, da oben haben wir noch was vergessen gehabt. Wie schnell das zur Erde wird. Ich muss das jetzt ein bisschen schneller abbauen hier. Relativ flott Skill Points bekommen. Oh Mann, das dauert alles wieder. Ja, Ausdauer ist wieder im Sack. Nur darauf achten, dass mir der Tomahawk nicht kaputt geht. Dann muss man darauf achten, um wie viel er abbaut, wenn ich ihn repariere. Oder ob bleibt der auf seinem Level. Ich glaube nicht, ne? Der war vorher höher gewesen. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ja, ich denke, wir werden den siebten Tag hier ausharren und versuchen, so gut wie möglich zu verteidigen. Das wird nochmal spannend werden. Der 30er. Ah, geht langsam kaputt. Schade. So, da graben wir auch einen Spike ein. Natürlich nebenan genauso. Hab keinen Dings mehr. Okay. Stimmt, deswegen hatte ich ja Holz gewollt, um hier zuzumachen.
Tja, wenn das so weitergeht, werde ich hier noch zum Handwerker King. Ja, der letzte. Gott, oh Gott, oh Gott. Bräuchte mal ein Hämmerchen. Ein ordentliches. So, alles leer gebrannt. Schön aufgepasst. Reparieren wollte ich. So, hier waren wir stehen geblieben und wollten weiter Erdarbeiten machen. Da ist die Schaufel. Komm! Ah, wieder mal im Sack. Keine Kondition, die Pappnase. So, da können wir auch gleich was essen. Verstehe. Ich habe kein Eisen mehr. Doch, da. Door. Was können wir denn haben? Vault Door. Was kostet... Oh ja, alles klar. 10 von... Oh, du Scheiße. Ach, komm. Nehmen wir uns erstmal wieder 2 einfache Türchen. Okay.
So, dann setzen wir erstmal wieder Türen an hier. Einmal. Wo war denn die hingesetzt? Nee, oder? Unsichtbar. Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, geht doch. So. Quatsch. Das wollte ich haben. Da muss ich hin. Echt ein Müllsack, den ich noch nicht habe. Okay. Ist das ein Bär da hinten gewesen? Hm. Ja, es hört sich nach Bär an. Den machen wir noch weg. Ich habe eben so ein Geräusch gehört und ich könnte mir vorstellen, dass das ein Bär ist, der eingebrochen ist in die Decke von der Höhle, weil er zu schwer ist. Da ist er. Ich habe keine Minen dabei. Nee. Hm. Ja. Scheiße. Dann gehen wir halt woanders lang. Der Bär. Blei. Ich will aber Eisen. Oh. Nicht auf der Bär.
Kein Bär. Eisen. Ganz wichtig. Von mir ist auch Blei. Mir auch egal. Cool. So, jetzt können wir schön ernten. Ups. Was sind das für ein Zeug? Schaufel? Na gut. Ach, das gibt dieses Roheisen. Das muss ich erst zu Scrap machen. Okay. Bisschen Minenarbeit für den Anfang. Ach so, das ist Stein dann, okay. Brauche ich nicht. Die Baumsamen hebe ich mir mal auf. Weiß nicht, wie weit das stackt. Mining Tools, jawoll. Und wieder Eisen, sehr schön. Ich muss dann gucken, wie viel Clay ich noch habe, weil eventuell muss ich da auch noch graben wie ein Dollar. Damit ich nachher genügend Clay habe, um mir Forge Iron zu machen. Eins nach dem anderen, nur nicht hetzen. Kohle bräuchte ich mal. Das wäre mal das, was ich wirklich dringend bräuchte. Schönes Kohlevorkommen.
Kohle. Ist das Kohle, was ich da gerade sehe? Nee, ist ein Stück Höhle. Ein Stück Höhle, wo ich noch gar nicht drin war. Ah, eine Leiche. Sehr schön. Ups. Ein Bär. Hier bin ich, okay. Mach's gut. Das ist das Ding. Haben wir denn noch Kohle zum Teufel? Ich sehe schon wieder nichts. Da hatten wir unseren Tomahawk her. Hohoho, von hinten! Bäm! Papier kann ich gerade nicht brauchen. Na, das mache ich zu Scrap. So, normalerweise, wenn man Scrap, gibt es ein bisschen Papier. Rezepte, Papier, warum das so umständlich ist, weiß ich nicht. Ich finde es bescheuert. So. Da ist doch der Bär drin. Da ist eine Schwester. Das ist ein Schwein. Was ist im Baumstumpf? Gar nichts. Alle hepp. Da haben wir nur den. Kohle sehe ich jetzt weit und breit nicht. Ja, zu dir komme ich. Ein bisschen Wüstengegend hier, aber immer noch keine Kohle zu sehen.
Schauen wir mal in der Richtung. Ja, du mich auch. Ja, komm, dann mache ich dich gerade. Verdammt. Oh ja. Breit. Scheiße. Die Machete mal ausprobieren. Alter. Alter. Das lohnt sich. Blutung. Animal Hide, okay. Das werfe ich jetzt weg und nehme Animal Hide auf. Ich brauche einen Painkiller. Da hinten ist wieder das Militärlager. Kackhunde, ey. Hund ist einfach scheiße. Habe ich Dings dabei? Ja. Dann können wir hier einsacken. Da ist Kohle. Dann müsste da drüben auch irgendwo Kohle sein. Diese Richtung. Ist schlecht zu erkennen. No room im Inventory, was war das dann? Ach, das Papier. Dann scheiße ich aufs Papier, ehrlich gesagt. Kohle ist wichtiger.
ist in diesem verblöden, verbrannten Biom so ein dummer Hund? Ich brauche nochmal was, um meine läuferischen Fähigkeiten irgendwie zu verbessern. Ich kann dem Hund nicht entkommen. Und so eine richtig knuffige Waffe habe ich auch nicht. Ah, Ausdauer. Wie sieht's mit Essen und Trinken aus? Ui, Trinken ist dumm. Okay, müssen wir jetzt durch. Noch ein Schmeiß ich weg. So, über einen großzügigen Umweg machen wir uns jetzt heim. Ich habe Fleisch bei mir. Riechst es? Oh, komm hoch. Hatte ich das Auto eigentlich schon? Nee, noch nicht. Leeres Glas ist jetzt gerade nicht so der Burner. Nägel, naja, habe ich eigentlich auch. Ach, mit Kohle könnt ihr mir einen Gefallen tun. Brass nehme ich. Was ist das hier für eine Verschiebung im Boden? Ah, die hatte ich mir schon zur Brust genommen. Gab's hier was Tolles? Ja, hier gab es was Tolles. All das, was ich brauche. Ups. Ja, was ist denn jetzt los? Ach so, ich dachte, du hättest die Luft angehalten. So hört sich das gerade an. Okay. Da ist unser Zuhause. Ach, das ist diese komische Hügellandschaft hier. Oh. Der Bär ist da rechts, okay. Krieg dich mal wieder ein. Alles wird gut. Oh, ich hatte wieder Besuch.
Jetzt wird richtig aufgewertet. Ja, du kriegst ja gleich was zu trinken. Nur nicht nervös werden. Habe ich noch genügend Holz? Ja, das müsste. Schön nacheinander aufwerten. So, dann ist das Ding sicher. Ja, ist ja gut. Das kann ich nicht aufwerten, das war ja der Fehler, okay. So, Dringementation. Achso. Das ist das. So, und die Form schmeißen wir das rein. Iron habe ich noch. Forged Iron hätte ich gern. Und Iron Bars wahrscheinlich dann doch ein bisschen mehr. Ich habe Waffenteile gefunden, habe ich gesehen. Hatte ich noch gar nicht, okay. Den habe ich. Okay. Fackeln, Chrysanthemen. Das ist Richtung T. Ah ja, das habe ich dabei. Das Lied. Das geht auch gleich drauf. Clay, ja, aber gut. Iron geht mehr im Moment in die Hose. Okay. Zwei Stück. Das heißt, das Ding könnte ich eigentlich als großes lassen. So. Wie sieht's mit dem Essen aus? Ah, ja. Food geht ein bisschen. Da kann ich gerade mal was essen. Mein Wellness ein bisschen hochkriegen. 50. 71. Da futtern wir ein bisschen mehr. 92. So, dann trinken wir noch was. So, da haben wir 75 Wellness, das ist okay. Jetzt will ich gucken, wegen dem...
Na komm schon. So, das ist die Markierung. Aufpassen, nicht zu viele wegnehmen, sonst liege ich in den Stacheln. Das ging mir schon öfter mal so. Gesehen. Ach so, Krieche. Du willst mich hauen, kleiner Arsch. So nicht. So, wenn die eine Stufe abgewertet sind, habe ich von oben Sichtweise, welche ich sind und wo ich mich befinde und was ich wegnehmen muss. Wunderbar. Weil es ist ja immer noch Hundetag. Hundetag! Und... okay. So, das hier muss weg. Und dafür setzen wir dann etwas ein, wo man durchschießen kann. Ah ja. Genau das. Dann sehe ich nämlich auch, was vor meinem Eingang passiert. Und ich kann mit Pfeil und Bogen durchschießen und meine Türen verteidigen. Finde ich auch nicht unwichtig. Zur Sicherheit gehe ich lieber mal aufs Dach, nicht, dass das eine Teil da runterfällt. Weil es vielleicht keinen Halt hat. Aber alles gut. Uhr. Oh Mann, der Hordentag nähert sich. Ich fühle mich so unvorbereitet. Ach komm, dir ist die Buße schon wieder ausgegangen, ey. Können wir mit der Forge noch was machen? Jawohl. Nimm das. Vielleicht geht's damit doch ein Ticken besser. Okay. Und da auch ein Lauf- und Sichtgitter. Muss nur aufpassen, das ist nur eins breit, aber es müsste theoretisch reichen. Weil ich ja nicht an die Wand gepresst bin, ich habe nach oben auch Auslauf. Das ist ganz gut eigentlich.
So. Dann kann ich das vorhin nach unten öffnen. Hahaha, sehr schön. Da habe ich schön Sicht. Das gefällt mir. Very cool. Oh, da geht mir das Eisen aus, ne? Clay habe ich eigentlich noch genügend, aber mir geht das Eisen aus. So ein bisschen das Manko. Hier habe ich noch Kohle drin. Lecker essen. Ich brauche Kartoffel. Egal für welches Gericht. Ich muss auf meine Kartoffeln warten. Da, Iron Bars habe ich noch. Also für das Gebiet. Noch etwas. Warm bei der Feuer. Ach ja, jetzt bin ich so nah am Feuer, dass er hier schon den kulturellen Frieden aufkündigt. Okay. Ach, das Feuer hat eine ewige Reichweite. Da wird einem so schnell warm. Ah ja, ich müsste es. Das ist gut. Das kloppen wir auch mal schön weg. Tja, kloppen wir was auf der Ecke weg? Ich würde sagen, ja. Oh, 500. Aber wir kriegen es schnell runtergeprügelt. Mein Gott, ohne den Tomahawk, das hätte alles wesentlich länger gedauert. Bin eigentlich ganz froh, dass der da ist. Das ist schon eine Mordshilfe. Oh. So. Das ist so ganz nett. Jetzt brauchen wir noch den kleinen Kniff in der unteren Abteilung. Uah. So, mir ist vorhin aufgefallen, dass das hier nicht so schön war. Dann machen wir uns mal eine richtige Schussgelegenheit. Habe ich überhaupt noch genügend Pfeile? Ja, passt. Gut. Geht zwar der Tomahawk so ein bisschen dafür drauf, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist es mir dann wert. Also, wenn nicht dafür, für was dann? Für was soll ich ihn schonen?
Und da noch. Jawohl. Iron Bars gefallen mir inzwischen. Vor allen Dingen, dass man nicht nur mit einer Schusswaffe durchkommt. Das gefällt mir außerordentlich. So, Eisen brennt durch. Wunderbar. Da haben wir auch ein bisschen was von. Nee. Das ist mir jetzt lieber. Ich klopp mir lieber noch den Rand weg. Und dann kann ich das hier so auf dem Niveau halten. So, ihr Lieben, das war's gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da. Da ist schon wieder einiges passiert. Gerne könnt ihr diesen Kanal abonnieren und wir sehen uns hoffentlich in einer neuen Folge 7 Days to Die wieder. Bis dahin, macht's gut und viel Spaß im Netz. Tschüss. Thank you.